Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, zu einem weiteren Plattformerspiel, das gewisse Elemente von Aeron ebenfalls beinhaltet, allerdings im Gegensatz zu Aeron. Ist ja nicht schwer zu erraten, welches Element das ist. Denn Aeron hat ja nur eins. Und im Gegensatz zu Aeron ist das hier erstens sehr gut umgesetzt und zweitens nicht das einzige. Los geht's! If you listen, I will tell you of a man lost in his world, haunted by dreams of legend. Medicine could not help him. Visions drove him on. A shaman he sought, a teacher and a mystic. The Pal Kaba, who could make sense of these visions, who would heal him. He found the seer, collapsed at his fireside, and listened as he was told the ancient truth. Stories of a great wheel endlessly turning. Of two sisters who helped make the world. And then sought to shatter it. Imprisoned by a hero, a soul waiting through the ages, eager to be reborn. His time has come again. But so has theirs. And the earth trembles in fear. Also ich muss hier mal wieder die Welt retten. Vor ihren eigenen Schöpfern. Und wie ihr seht, ich bin ein relativ dunkelhäutiger, gelb geschmückter Mann, schätze ich, der rennen und springen kann. Genau, sonst kann ich derzeit leider nicht allzu viel. Da unten sind Stacheln. Die würden mir, glaube ich, Schaden zufügen. Und ich kann an solchen Kanten mich festhalten und dann hochziehen. Yay! Ein Plattformer, wie man ihn kennt. Und von diesen Teilen gibt es 42 Stück. Die muss ich, glaube ich, sammeln. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube schon. Hat bestimmt Vorteile. Und es gibt die Energien der rohen Kreation, of Raw Creation, of Light and Dark. Mit Light ist wohl blau gemeint, nehme ich an. Aber Dark? Keine Ahnung. Kommt vielleicht noch. So, das hier ist, glaube ich, genau ein Checkpoint. Und dieses Licht wandert durch die Welt und begleitet mich entlang meiner Reise. Zeigt mir quasi so ein bisschen, wo es hingeht. Wow! Hey! Ich stehe mitten im Schussfeld. Bin ich jetzt tot? Nein, bin ich nicht. Okay. Dann hat die Animation das wohl hoffentlich übersprungen oder überspielt oder überdeckt, wie auch immer, deaktiviert. Wow! Da geht's ja weiter. Wie komme ich da durch? Ich will da durch. Mist, das geht nicht. Da hoch, ja. Ah, was? Was? Okay. Hoch. Oder ist die Dunkelheit? Nee, ich überlege gerade diese zwei Kräfte. Vielleicht ist gelb das helle und blau das dunkle. Moment, ich habe hier eine Karte. Und da ich oben hin muss, würde ich mal zuallererst tatsächlich unten rumgehen, um mir einen Überblick zu verschaffen, was ich hier alles verpasse. Nämlich nichts, wie ihr seht. Nun gut. Ab nach oben. Und das sieht ja schon mal sehr mächtig aus. Attack. Ich kann nun Gegner angreifen, auch von Leitern aus.
Ich kann uppercutten und crouch attacken. Also ich kann angreifen, ich kann uppercutten und ich kann von unten her angreifen. Coole Sache! Und damit, schätze ich mal, kann ich jetzt diese Wand einreißen. Yep, geht doch. Sehr schön. Und dann hier runter. Ach, guck mal, ein Herz. Okay, ich habe Geld. Erstens. Ah ja, damit kann ich mir später aber irgendwelche Sachen kaufen. Und Herzen, wie ihr seht, kann man auch zerstören, um Geld zu kriegen. Jetzt weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist. Hängt wahrscheinlich ein bisschen davon ab, wie gut man spielt. Nee, warte mal. Kriegst du Schaden davon? Wie, du kriegst keinen Schaden davon? Das ist ja gemein. Autsch, aber ich krieg Schaden hiervon. Okay. Und da habe ich mein erstes Herz verloren. Mann, Mann, Mann. Ich hätte ja gehofft, dass ich damit noch warten kann. Ah! Bis zur zweiten Folge oder so. Das hat wohl nicht geklappt. Naja, was soll's. So, ich würde gerne dieses Ding hier öffnen, klar. Aber dann gibt's ja hier noch das. Ach, guck mal, ein Herz. Wie nett. Was habe ich denn da gerade zerschnitten? Büsch oder so, ne? Ist da noch mehr von? Da oben vielleicht? Oder das hier? Nee, keine Ahnung. Na gut, da war, glaube ich, nichts mehr. Da oben auch nicht. Dann, bleibt mir jetzt eigentlich nur noch der Weg nach unten. Ja, und das ist gut. Erst so hoch in die Luft schleudern und dann in der Luft nochmal zweimal hauen. Uah! Das wiederum ist nicht gut. Und ich glaube, das war der erste Level. Ja, das war der erste Level. Hey! Das Spiel gefällt mir. Und da drüben fährt eine Plattform hoch und runter. Mal schauen, ob ich die kriege. Boah, die fährt ja richtig hoch. Was? Was? Ich fahre da einfach durch? Na dann. Na, was soll's. Dann falle ich da halt durch. Da kann ich dann noch nicht hin. Ah, dafür war die Erinnerung. Okay. Und dann alle drei auf einmal mit einem Schlag. Jaha, weil ich's kann. Weil ich gut bin. So, mach ich jetzt dieses Herz kaputt oder nehme ich es mit? Also lasse ich es liegen. Ich würde sagen, ich mach's kaputt. Ich habe ja volles Leben, ich habe ja immerhin drei Herzen. Was soll da schon passieren? Außerdem liegt hier ja noch eins. Also, theoretisch. Ich hätte da noch eins liegen können. Ah! Ah! Das ist ja fies. Geh weg, Herz. Ich brauch dich nicht. Ah! Hilfe! Vielleicht jetzt durchrennen? Ja, okay, immerhin. Wie komme ich da durch? So nicht. Das wird nichts. Keine Ahnung. Kommt vielleicht noch. Und hepp. Ah, jetzt kann ich sliden. Okay. So nämlich. Ah, ich verstehe. Sehr gut. Das heißt, in diesem Spiel kriegt man nicht alles Single-Klatsch, sondern... Kann ich damit Schaden machen? Ja, kann ich. Aber ich kann damit natürlich auch selber in das Schadensgebiet kommen. Was ich super finde, ist, dass man in diesem Spiel alles nach und nach erklärt bekommt und nicht alles von Anfang an... Nun, wo war ich gerade? Ach ja, beim Checkpoint. Ich wollte sagen, das Spiel ist gut, weil man alles nacheinander gezeigt kriegt und nicht alles auf einmal oder so. Keine Ahnung. Sowas gibt's ja. Eron. Das Spiel erklärt dir einem wenigstens alles, was man tun muss oder tun kann. Eron hingegen nicht.
So, was gibt's hier unten? Kann ich damit eigentlich... Ja, kann ich. Wow, ach so. Ich verstehe. Gefällt mir. Mal runter, bitte. Wow, verdammt. So gefällt mir das. Und hier ist wieder eins von diesen seltsamen Schädelteilen. Keine Ahnung, was die tun. Aber komm, ich bin so gut. Ich brauche die Herzen nicht. Sagte ich, ich bin so gut? Ja, sagte ich. So kann man sich täuschen. Ja, so viel dazu. Ich bin so gut darin, Schaden zu nehmen. Aber natürlich wusste ich ja, dass hier noch ein Herz auf mich wartet. Na klar. Bin ja nicht blöd. Ist hier hoch? Ja, hoch. Einfach nur hoch. Uah! Ich brauche keine Herzen. Ich bin so gut, ich brauche keine Herzen. Nein, niemals. So, wie komme ich da durch? Da oben ist irgendwas. Das könnte ein Schalter sein. Aber hier links geht's auch weiter, ne? Dann will ich mal diese aufwärts fahrende Plattform nehmen. Ach, Mist, wie komme ich da hoch? Hier? Nee. Wie zum Henker? Die sind ja genau synchron. Vielleicht so? Ja, natürlich so. So. Nein, ich will hier rüber. Ach so, jetzt bin ich wieder hier. Ach, guck mal. Da oben war ja noch so eine Stelle, wo ich durchrutschen konnte. Da will ich mal eben noch hin. Neue Gegner. Und damit auch neues Geld. Aha. Genau, hier wollte ich hin. Da ist wieder so eins von diesen komischen Schädelteilen. Von denen ich immer noch keine Ahnung habe, was sie tun. Ach, da hinten ist noch ein Gegner. So, jetzt kann ich aber... Hier! Schaden nehmen. Ja, ich bin so gut. Ich bin so großartig. Das glaubt ihr gar nicht, wie gut ich bin. Ich bin so gut, dass ich mir sogar erlauben kann, Schaden zu nehmen. Hit switch to activated. Okay. Na dann, würde ich mal sagen, ich gehe in den nächsten Level. Und dann... Crossroads of the World. Und ich muss jetzt... Also was da so leuchtet, da muss ich hin, glaube ich. Ach, guck mal. Ich brauche den Launch-Skill, um das Launchpad zu benutzen. Mhm. Das heißt insbesondere auch, es lohnt sich später, wenn ich neue Skills habe, in vergangene Levels wieder zurückzugehen. Zum Beispiel auch diese seltsame Plattform, die kann ich hier auch schon wieder nicht benutzen. Oder? Ne, ich falle da einfach durch. Keine Ahnung. Vielleicht muss ich sie... Schlagen. Nö, klappt nicht. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, was das hier tut, das erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, auf Wiedersehen.